Hallo Dudes, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2014, um den ganz langen Titel zu sagen. Oder einfach Magic 2014. Wir spielen hier Avankens Ruhm. Bin ich mal gespannt. Könnte auch ein weißes Deck. Kreaturgröße klein. Decktempo schnell. Deckflexibilität nicht so flexibel. Kartensynergie. Das sieht natürlich fähig aus. Wollen wir mal gucken, was der uns... erstmal lesen wir. Sigismund. Als sich der Mob zurückzieht, steht ein Soldat in glänzender Rüstung vor dir. Ich kenne diesen Ramaz nicht, sagt er. Aber diesen Anhänger, den kenne ich. Beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Wenn du versagst, werde ich Avankens heiliges Siegel an mich nehmen und dich den Hunden vorwerfen. So, wir haben jetzt auf der Hand 3 Mana. Den Funkentyp Phönix, der ist recht günstig. Den Stab und die Axt. Die Hand behalten wir und spielen. So, er spielt weiß. Er hat keine starken Monster, dafür viele, denke ich mal. Eventuell sogar fliegende. Ritter oder irgendwie sowas. Oh, totgeweihte Reisende. Wenn totgeweihte Reisende stirbt, bringe einen weißen Geist-Kreatur-Spielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Fug. Ja. Das heißt, wir müssen verhindern, dass er stirbt oder so. Oder irgendwie anders das machen. Ein Artefakt deiner Wahl. Okay, wir haben auf jeden Fall ihn schon mal. Falls er ein Artefakt hat. Das war nur ein, ne? Ja. Ist er jetzt wieder dran? Also mal gucken, was er zu bieten hat. Also schon mal Fliegende. Haben wir nichts dagegen. Wir haben 2-2. Chandras Phönix. Kann ich was gegen machen, aber ich blocke nicht. Dann tötet er ihn. Er wird auch tot und wird dadurch eigentlich nur noch besser. So, wir können den Phönix spielen oder wir können ihn hier spielen. Kriegen dadurch... ich versuche ihn nicht zu töten. Das ist gut. Eine gute Idee. Haben einen Mana gekriegt. Bestätigen. Auf die Hand. Shit. Ja, doch. Angriff. Kann er ja nichts machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine gute Kombi hier gemacht. 2 Punkte hat er schon verloren. Wir haben einen Fliegenden. Ich will ihn nicht killen. Oder wenn, dann irgendwie so, dass wir seinen Nachtyp sie auch umlegen können. Hier brauchen wir 5 Mana für. Dann kriegt er 5 Schadenspunkte. Er macht uns jetzt auch wieder einen Schaden. Blocken wir springen. Können wir gleich auch verwenden. Bin ich mal gespannt. Oh, der ist auch gut. Er kann sich selbst auch nochmal bringen. Fliegend ist mir lieber. Und hat Eile, oder? Ja. Und, ich kann mit allen 5 angreifen sozusagen, also mit allen 3, die 5 Schadenspunkte machen. 13 hat er jetzt. Ist uns erstmal Schnuppe, solange da nicht noch fette Karten kommen. Wir wissen, hat er nicht fette Karten, also ganz kleine Größe. Dafür hat er... Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1/1. Okay, den müssen wir auf jeden Fall vernichten. Okay, damit macht er... Macht er Angriff? Nein, macht er nicht. Wunderbar. So, ich könnte das hier reinbringen. Und der Phönix kostet 3. Machen wir erstmal den Phönix. Weil der auch Eile hat. So. Und ihn kann ich auch spielen. Jetzt haben wir schon mal 3 Fliegende. Das ist nämlich Perfektamente. Angriff! So, ihn will ich nicht killen, aber ihn gleich. Ist mir egal wie. Hauptsache, der ist weg. Wahrscheinlich bringt er jetzt einen rein. Wachsamkeit, okay. Jetzt kriegen alle plus 1, oder? Jo, fuck. Oh, scheiße. Jetzt wird's hart.
Mit 2 greift er an, macht mir gleich 7 Schaden. Ihn nehme ich und blocke ihn. Jo. 3 Schaden darf er. Ist mir Schnuppe. So. Jetzt aber hat er so gut wie verloren. Tschüss. Angriff. Na komm. Boing. -2. Besiegt. Ja, das war ja doch nicht so wild. Habe ich eigentlich mir schwieriger vorgestellt. Natürlich, ihr habt gesehen, das war eine heftige Kombo. Bringt ihr ihn rein, dann, oder wenn er mehrere reinbringt, zack, 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 kommen da eben mal neue, ne? Ihr wisst schon. Hey, hey, hey. Oh, neue Errungenschaft. Würdiger Gegner. Verschoner der Schergen. Ach, weil ich den nicht gekillt habe, den einen, ne? Ja. Innistrad Champion. Okay. Ja, damit haben wir sein Deck auch freigeschaltet und das teilen wir bei Facebook. Nein. Und was ist das denn jetzt? Meiler Unhold. Immer wenn du einen spontanen Zauber oder eine Hexerei wirkst, erhält der Meiler Unhold +3 zum Angriff bis zum Ende des Zuges. Das ist natürlich eine coole Sache. Man spielt ihn oder hat ihn, macht ein paar spontanen Zauber, also hier zack, 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 kaputt machen Gegner. Dann kriegt er +3, das ist sehr gut. Und dann angreifen, das ist gut, das ist gut. So, gehen wir zur Kampagne. Und schauen mal, was es jetzt ist. Gewandnadel. Jetzt, da du Sigismund die Gewandnadel abgenommen hast, spürst du, dass du deinem Ziel immer näher kommst. Okay. Zendikar. Kapitel freigeschaltet. Zendikar ist deadly, even for veteran planeswalkers. But we need to find an elf shaman there, secretive and into some really creepy magic. He was far too eager to help me find my way, so I know he's hiding something. Track him down, find out what he knows, and try to stay alive. Okay, also wir sollen versuchen, den zu finden. Ja, und unser nächster Gegner wird sein die Zähne von Akum. Bezwinge diese Begegnung. Gut, das war's erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dann. Tschüss.